So, und damit herzlich willkommen zurück zu Crysis 3. Jo, wir waren ja eben schon in dem Damm und jetzt wollten wir hier diese tollen Turbinen oder was auch immer das sind, kaputt machen. Hier ist alles klar. Woher kommen die Stimmen eigentlich? So. Okay, wir sind drin. Romeo 1, finden Sie die Sicherungen und schalten Sie das Ding ab. Oh mein Gott, Gegner. Wir haben keine Zeit mehr. Dann auf die Boah. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Hilfe. Oh, das macht ja wieder Spaß. Nummer 1. Was ist das eigentlich? Energy Drinks? Nee, aber Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz. What? 3, nein, 4 Cell-Eingreifteams nähern sich deiner Position. Wechselladung. Mit Helikopter. Was Ups, nee, das wollte ich nicht. Macht's schnell. Ich will Granaten haben. Und ich werfe eine Kiste. So, jetzt habe ich eine Jaw und jetzt auf zum nächsten. Man hört den Heli aber auch überall, oder? Ach scheiße, muss ich wieder da rum. Hier ist er nicht, ja klar, ich bin ja auch noch am Springen. Parkour laufen, muss mit diesem Anzug echt geil sein. Ja, ich verstehe schon, die Luft ist rein. Alter! Er versteckt sich! Schnappt ihn euch! Durchkämmt das Gebiet und seid vorsichtig! Ups! Ich hab ihn hier drüben! What the? Ja auch nicht so ganz unnormal drauf hier. Wo ist denn der scheiß Eli? Hallo? Geil. Ja, klar. Macht Spaß. Macht tatsächlich sehr viel Spaß. Hä? Woher kommen die denn jetzt noch? Würdet ihr mir das bitte erklären? Irgendwie? Hilfe! Ja, ich weiß, dass ich irgendwo hier draußen bin. Danke. Das wusste ich auch noch nicht. What? Woher sieht denn das der? Aber jetzt nicht mehr. Geil. Fliegen! So, Stealth-Mission ist, glaube ich, doch besser. Zumindest ein bisschen. Ist ja gar keiner. Oder sind die unten?
Vielleicht sind die alle hochgekommen eben. Deswegen haben die mich nicht gesehen. Ist da keiner mehr gewesen. Ne, stimmt auch nicht. Dann. Andere Ideen finde ich gut. Andere Ideen sind immer gut. Welche denn? Eine Schwachstellen-Sprengstoff deponieren. Das heißt, gleich kommt das, was man im Trailer gesehen hat. Im ersten Ingame-Trailer. Schalli, Unterlauf, Einzelschussmodus. Wie war das nochmal? Ich überlege gerade, wie das war mit den Tasten. Keine Ahnung. Ich guck mal ganz kurz nach. Optionen. Steuerung. Tastatur. Kampf. Fületa, Sprengstoff. Feuermodus. 2. Ah, okay. Oh, Scheiße, wir sind jetzt hoch. Dann lade ich nochmal kurz auf. So, jetzt aber Aktion. Mit Artyom, nee, nicht ganz. Ja, so viel dazu. War ja wieder lustig. Ja, machen sie aber irgendwie nicht so ganz. Wenn ihr das jetzt erst erkannt habt, dass ich Pfeile benutze, dann seid ihr echt geil. What? Wieso ist das Geschütz wieder? Ach nein, das ist wieder scheiße Idee. So, ich hoffe, ihr seht mich direkt. Und dann gehe ich wieder vorwärts. Warte! Oh mein Gott, ja. Wie entkomme ich diesem scheiß Heli? Weil diese tollen Granaten haben mir irgendwie nichts gebracht. Soll ich den jetzt anbringen? Ah, da unten drin. Benutzen. Romeo 1, wir haben ein Zeitfenster von 60 Minuten für das Primärziel. Mehrere Cell-Einheiten nähern sich ihm. Voll unauffällig. Verdammte Mission. What? Geronimo, hätte ich jetzt gesagt. Action! Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nicht runterfallen. War klar. Scheiße. Ich glaube, ich stehe auf der falschen Seite.
Ja, ein bisschen. Ich glaube, ich habe es überlebt. Wie auch immer. Aber ich hab's. Jo, das war doch. Bleibst du wohl da liegen? Das war doch eine lustige Runde. Romeo 1, rücken Sie jetzt zum Nexus vor. Aber ich verbuche die explosive What? Infiltration der Hardware als unkalkulierbar und völlig irrsinnig. Mein Name ist Prophet. Sie haben keinen Namen. Den haben nur Menschen. Sie haben eine Kennung und eine gottverdammte Seriennummer. Sehr nett. Und Sie haben ja, das hätte ich auch gesagt. Chance. Also machen wir beide das Beste draus. Ich brauche einen Lagebericht. Okay. Cells Höhenverteidigungssystem ist komplett offline, aber es ist noch nicht vorbei. Es wird eher noch schlimmer. Cell zieht sich zurück und sammelt sich an der Nexus-Basis. Wie es aussieht, wollen sie die ganze Gegend in eine Todeszone verwandeln. Sei vorsichtig. Geronimo, mal wieder. Das macht Spaß hier. Was gibt's denn hier? Ich geh mal ein bisschen außen rum. Ein Gang. Sollte ich vielleicht nicht unbedingt mit der Shotgun durch die Gegend laufen? Wieso habe ich das Gefühl, hier kommen gleich wieder Aliens? So ganz eventuell, aber nur so ein ganz kleines bisschen. So ganz eventuell habe ich das Gefühl. Aber ich würde sagen, bis dahin machen wir erstmal wieder Schluss und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.